Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Slurf Hackers Memory. So, wir sind jetzt hier auf dem Server von den, wie heißt das nochmal? Boah, ich hab vergessen, wie es heißt. Der Server, der komische Polizeidingen, Cyberkriminalitätsdingens, Club-Server. Ich weiß gerade nicht, wie es eine explizite Bezeichnung war, weil ich dumm bin. Jedenfalls sind wir jetzt da und der Server ist nicht besetzt, aber es gibt dort Digimon. Das kommt unerwartet. Dann erkennen sie also an, dass Digimon-Programme auch nützlich sein können, wie... Boah, die Sicherheitsmaßnahmen sind stärker als die Kulun-Digimon. Das ist gut, da kann ich offscreen trainieren. Das müssen die von Kamishiro übernommen haben. Seht euch lieber vor. Verstanden, Boss. Was soll dieses Boss immer? Sagt man das nicht so? Das habe ich aus einer Wörterliste im Netz. Ich wollte reden wie du, Ryuji. Na, falsch ist es nicht. Aber Kapo wäre hier besser. Das heißt Kapo. Aber lass das mal mit dem Mafia-Slang. Okay, irgendwie anscheinend Kapo ist vielleicht ein Bürgergestellter in der Mafia. Ich habe keine Ahnung. Der passt nicht zu dir. Oh, na schön. Naja, ab und zu kannst du ihn verwenden, okay? Hey, cool, danke. Oh Mann, das ist so süß. Du bist genau wie Erika. Die hat mir auch immer alles nachgemacht, als sie noch klein war. Ihr ging es nicht um meine Ausdrucksweise, sondern ums Hacken. Aber irgendwann hat sie mich darin übertroffen. Ich teile meine Erinnerungen mit Erika, deshalb werde ich ihr ähnlicher. Erinnerungen, hä? Genug geplaudert. Zeit zu arbeiten. Oha. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, weil die Digimon hier stärker als in Kulun sein sollen. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt hier, oh, krasse Mega-Level-Digimon, die mich voll platt machen werden. Ich sehe es schon kommen. So, gut, dann schauen wir mal. Ach du Schande, das wird spannend. Ich habe absolut no idea. Ich kann eh noch lang anscheinend. Ich gucke oben auf die Minimap. Doch, es geht. Ich gucke oben auf die Minimap, weil hier unten ist irgendwie alles verwirrend. Okay. Okay, Champion und Rookie ist jetzt okay. Also. Ich habe jetzt hier schon mit ersten Ultras gerechnet. Wow, das ist verdammt viel Damage. Und das ist absolut kein Damage. Okay. Was? Black Gabumon ist Typ Feuer. Okay, doch, Typ Feuer. Könnte hinkommen. Kleines Horn! Look at it! Oh mein Gott, ein kleines Horn. So, jetzt aber, komm. Sehr schön. Gut, das haben wir schon mal gut hingekriegt. Das hat absolut keine Erfahrungspunkte gebracht. Ist das nicht toll? Ich habe mir jetzt irgendwie mehr erhofft. Egal. Schauen wir uns weiter um. Warte mal, hier kann ich runterspringen. Dann gucke ich erstmal hier oben ein bisschen. Okay. Oh Gott, das erinnert mich hier an irgendwelche Team Rocket-Scheiße bei Pokémon. Farmerweiterungs-Plugin, na, immerhin etwas. Warte mal, ich würde hinten das auch noch haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich will auf jeden Fall die ganzen Items abgreifen. Das hat für mich momentan, später nicht mehr, aber momentan einfach höchste Priorität. Okay. Okay. Ich glaube gerade ist so gut wie gar nichts okay, aber ich behaupte es einfach mal gerne. So, was ist jetzt hier los? Nochmal Rookies. Das ist komisch. Was sind die starken Digimon? Ich sollte vielleicht lieber nicht so eine große Klappe haben. Am Ende wäre das schon von ihnen platt gemacht. Aber jetzt einfach nur ein paar Rookies. Also, ich bitte euch. Ich dachte, dass jetzt hier wirklich mal mit den ersten Ultras um die Ecke kommen. Das wäre ein bisschen, ich weiß nicht, beeindruckender gewesen. Aber naja, das Spiel hat noch genug Kapitel, glaube ich. Da wird noch genug Platz sein für sowas. Okay. Yeah. Warum ist eigentlich Stingmon gerade nicht im Team? Ich könnte ausrasten. Eigentlich muss auch Stingmon trainieren, oder? Ich bin so doof. So, ja.
Stürmer und zwei Ultras und Stigmon auf jeden Fall. So. Nehmen wir mal Kuelamon muss auch trainieren, ne? Warte mal. Stigmon braucht Kampferfahrung und Kuelamon. Na gut, dann ja, in dem Fall. Nehmen wir mal so. Wir müssen ja auch. Datei Digimon. So, okay, dann schaue ich mal ganz kurz jetzt, was jetzt hier abgeht. Hier einfügen, Codescan, Mauerspalt. Deaktiviert Firewalle mit 3 Rot. Hab ich doch. Achtung, fortsetzt mir du einfach das Thema Konto. Ja. Nein. Kämpfen wir halt gegen das Ding. Dash-Angriff! Das macht immer viel Schaden. Atom Blaster. Oh, das macht wirklich viel Angriff. Okay, gut, dann schauen wir. Oh mein Gott, das ist weniger Angriff. Schaden. Okay. Das ist ja gut. Das sieht immer so dumm aus, wenn das seinen Nippeln schießt. Das geht gar nicht. Okay. Rückstoß natürlich. Dann trinke ich lange mal einen Schluck. Irgendwie erwarte ich von Attacken, die Kometenhammer heißen, mehr Bums. Sehr gut, wir haben es gleich. Ach, meine Digimon sind so stark, ich bin so stolz auf sie. Ja, okay, geht so. Wir kriegen das hin. 20% abgeschlossen, ach komm. Ja, das Ding ist schon lange weg, bis es 100 erreicht. Das ist sehr gut. Und jetzt... Nein, Rückstoß pausiert. Ah, 40%! Jetzt geht's auch ganz schön schnell. Ups! Kralle der Vernichtung. Na komm, wenn das mal nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, das so gut war es doch nicht. Ach komm. 80%! Okay, jetzt geht's auch ziemlich schnell. Aber komm jetzt hier. Atomblaster und das Ding ist weg. Hup, hup. Yeah. Ja, guckt's euch an. Warcrawlmon rettet den Tag. So. Okay. Nein. Kopieren einfügen. Oder so. Ich werde auf jeden Fall aber das eine Item dann noch haben. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. La 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 la, wir fügen ein. STRG C, STRG V. Ich habe einen Warp-Punkt aktiviert. Ich will das Item da oben haben, sonst raste ich aus. Was? Ich will das Item haben. Okay, sie sind in Eden. Du bist dran, Chitose. Okay, wird auch Zeit. Tut mir leid, fremde Polizistin, dass ich dich so benutzen muss, aber ich tue es für die Welt, die Menschheit und für sie. Jawohl. Okay. Nanu? Was ist das für eine Nummer? Hallo? Hier spricht Date von der Sonderkommission 1 für Gewaltverbrechen, der Ermittlungseinheit für Cyberkriminalität. Wir haben einen verdächtigen Terminalzugriff auf dem Schirm, also möchte ich, dass die Ermittler die Analyse durchführen. Meine ID lautet. Das Protokoll einer Übertragung vom Zielnutzer zum Hauptserver wurde registriert. Beginne mit der Umwandlung zum Inspektorprotokoll. Inspektionsprotokoll meine ich natürlich. Okay. Ich will aber auch noch das Item. Oh, so ein Item. Items. Das ist, glaube ich, sogar das Item, oder? Oh yeah. Ich brauche das, glaube ich, nicht so wirklich, aber ich habe es. Ich will mehr Speicherplatz für mein Team haben. Das ist eine schöne, große Speicherplatzerweiterung. Oh yeah, darauf stehe ich. Oh, noch ein Item. Oh, oh, ich komme nicht ran, oh nein. So. Ich muss auch nur die Items einsammeln. Items?
weiter. Items! Mir geht so storymäßig voll der Shit ab und ich denke nur daran, Items einzusammeln. Naja. Ich weiß gar nicht, kann ich hier auch lang? Vielleicht gibt's da ja Items. Wow, hier geht's ziemlich lang. Kann ich irgendwie bei der Map rauszoomen oder sowas? Liegt hier irgendwie was versteckt? Liegt was versteckt. Wow, eine Medaille. Dankeschön, Spiel. Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Das wird, glaube ich, ein bisschen sinnvoller sein. Oh mein Gott, ein neuer Warp. Wer hatte das gedacht? Schauen wir mal. Okay. Hacking Code Scan. Analysiert den Projektcode des Ziels und macht ihn zugänglich. Greift auf verschlüsselte Dateien zu und durchsucht die Informationen. Okay. Ich guck mich ganz kurz noch vor. Oh mein Gott, wie das hier verwinkelt ist alles. Okay, da kann ich die Sachen so reintun und so. Aber Items und so. Items sind wichtig. Nun gut, okay. Gut. Okay. Was ist jetzt hier los in der Mitte? Kann ich schon nichts machen. Okay, dann fange ich mal an. Nein. Oh, das war falsch. Oh, ganz viele Champions. Das ist nicht schlecht. Funktions. Das war gerade dumm, was ich getan habe. Vergesst das. Kette. Geschwindigkeitsladung. Ich bin schneller. Und mach einen Donnerschlag. Oh, aber mit meinem Digimon, wie es aussieht, keine SP mehr. Ups. Darum sollte ich mich eventuell kümmern in absehbarer Zeit. Mokromons, Digimon, ihr bräuchtet eventuell ein paar SP. Egal, das nächste Mal. So, das war falsch. Wegzugriffebene. Nein. Mach mal das. Muss wohl rumprobieren. Ja, sie haben es gerade erklärt, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil ich das Gedächtnis von dem Goldfisch habe. Freischaltungscode. Rechts Muster rot, links Muster blau. Rechts rot, links blau. Was? Ey, das ist... Rot muss zu rechts. Wie gesagt, Gedächtnis eines Goldfisches. So, rechts ist rot. Okay, dann machen wir mal rechts rot rein. So. Boah, das ist schon fast sowas wie ein Rätsel, aber nur fast. Da muss man jetzt so mit nachdenken und sowas. So, okay, komm, habt ihr von sich aus mal wilde Digimon? Ich bin gerade so eine Irre hin und her. Nichts passiert. Gut. Links blau. Schauen wir mal. Kommt, glaube ich, wirklich keine Digimon kann. Ach doch, okay. Oh, das ist jetzt aber schwach. Ich habe jetzt wieder mit Champions gerechnet. Mann. Wow. Ach Mann. Es kommt Gaumon. Hau rein. Doppelte Rückhand. Wow, Gaumon ist ein Beyblade? Komm, jetzt geben wir gleich ein Level up für Wokromon und Stingmon. Piu! Für Wokromon immer noch kein Level up. No Level ups für Wokromon. So läuft das. Oh Mann. Okay, weiter geht's. So, und einfügen. Und nun? Something happens. Das mittlere Terminal scheint an zu sein. Na gut. Hi. Dies ist der Verbindungsbereich. Wo bleibt der Pass von Erika? Hab ihn. Send ihn gerade.
Hast du was zu sagen? Los, raus damit. Wer schweigt, stimmt zu. Ah, das ist die Hoodie-Regel. Ich bin also merkwürdig, hä? Seit du da bist, ist Erika viel fröhlicher. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Du musst nicht mehr im Schatten eines anderen stehen. Ein echter Mann muss vorangehen. Was? Da stimmt was nicht. Ja, und wie? Da hat wohl was Falsches gegessen. Ja, und wie? Nein, nicht Ryuji. Mit den Daten wird noch was übertragen. Was? Okay, Daten werden empfangen. Empfang, 01101011 01 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
Hey, geht ihr erst zurück. Hä? Weil die Sicherheitsroutine gelöscht wurde, werden die Administratoren benachrichtigt. Geht zurück, Womon. Ich übernehme ab hier. Allein? Bist du sicher, Ryuchi? Keine Sorge, ich komme bald nach. Daten vollständig heruntergeladen. Möchten Sie die ausgewählten Daten wirklich löschen? Befehl zur Ausführung ausgewählt. Löschvorgang beginnt. Er löscht? Wieso löscht er das? Ryuchi. Okay. Oh, mit den Nachrichten. Sekunde. Entwicklungsbefehl. Oh, Mann. Schon wieder nicht, was ich will. Schade. Na gut. Gehen wir trotzdem mal ganz schnell ins Digi-Lab. So, Digi-Lab. Yeah. Okay, Freunde. Dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Jimmy Let's Play, die Digimon Story, Cyberslur, Hacker's Memory. Oh mein Gott, ist das ein langer Titel. Ich werde mich wohl nie dran gewöhnen. Okay, dann tschüss.